Okay. Du benimmst dich wie ein Kleinkind. Hast du keine Eier? Na, kriege ich dich? Nein, halt nicht. Meint das anders. So. Basta, basta! Ich bekomme Kopfschmerzen! Geh mir besser aus den Augen! Das Super. Ist die... So! Katharina war dumm, dich zu schicken. Oder bist du der Narr, weil du für etwas Kleingeld stirbst? War es das wert? Mehr als du denkst. Der Maestro bekommt, was er will. Dank mir. Dann stirb halt voller Stolz. Das bedeutet nichts. Requiescat in pace. Na bitte, geht doch. Grazie, Messere. So, ich muss unbedingt mal zum Dings gehen. Hier war... Kann ich den synchronisieren? Ja! So, gut. Ach komm, wir hatten lange kein Pferd mehr gehabt. Hi, hi! Hi, hi! Nee, da kann ich ja gar nicht lang. Einmal da lang. Ja, würdest du mal? Was hab ich denn hier für Spacken, ne? Hier kann man doch irgendwo rein, oder? Bleib zurück! Hilfe, Wache! Ein Mörder! Ach so, ich kann ja gar nicht, stimmt ja. Nein! Und jetzt komme ich da wegen dem Pferd nicht durch. Na ganz toll. Wow! Nehmt, was ihr wollt, aber verschont mich! Ich bin nur ein Bote! Gnade! Bitte, nehmt mein Geld! So. Hoffentlich finde ich jetzt irgendwo meinen Schmied. Kommt und holt euch die feinste Kunst. Frisch von der Staffelei. Hier ist ein Aussichtsturm. Hier, ne? Nee, da komme ich nicht lang. Na komm, du wirst doch. So. So, hier ist auch, glaube ich, direkt ein Schmied. Ich mag teuer sein. So, reparieren. Was wird's nahm? 360. Naja, das geht aber noch. Ich zähle einfach nochmal.
Okay, wo muss ich denn hin? Da hinten. Ja, du solltest dich jetzt nicht verstecken. Wie habt ihr das gemacht? Einfach in den Heuhaufen gesprungen. Ganz einfach, kannst du auch. Was tut ihr denn hier draußen? Es tut mir leid, Ezio. So leid. Was ist passiert? Es war ein Trick, um unsere Verteidigung zu schwächen. Als ihr gegangen seid, griffen sie erneut an. Checo Orsi. Er hat den Apfel. Was? Nein! Wo ist er? Wir haben ihn gejagt. Aber der Bastard ist in die Berge entkommen. Ich gehe. Okay. Machen wir. Er ist gnadenlos und lebt von eurer Angst. Komische Erscheinung. Ah, nee, Exkommunikation! Schon wieder hat die Bruderschaft der Flagge landen von... Nun gut. Ah, da komme ich ja nicht hoch. Aber hier müsste ich hochkommen. Oh, da ist ja auch noch eine Truhe. Na, die nehmen wir auch mit. Aber 200 nur. So, da ist so eine Truhe. 321. Na, besser als nichts. Stati attenti! An alle Mitglieder der Bruderschaft von San Paolo. Wegen der Veruntreuung von Geldern durch den inzwischen hingerichteten ehemaligen Rektor muss das jährliche Fest im großen... Okay. Oh Gott! Zu viele! Hab ich noch... Nein, hab ich nicht. Scheiße. Ah, ich muss laufen! Nein, scheiße. Ich dachte, ich hätte das Pferd nehmen können. Okay, okay, okay. Das Ganze einfach noch einmal. Pferd aus, Pferd aus, Pferd! Das wird, er ist hier. Geht doch! Hier kommt niemand. Hast du deine Beute wieder? War es das wert? So viel Blut vergießen? Eine Beute von solchem Wert wird dir sicher nicht lange gehören. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Welch üble Dinge werden aus Gier geboren. Requiescat in pace. Vorbei.
Na klasse! Wartet. Nicht. Wer seid ihr? Halt. Öffnet das nicht. Ezio, Gott sei Dank seid ihr wieder bei uns. Geht es euch gut? Was ist denn passiert? Ich weiß nicht. Eine meiner Wachen hat euch in den Bergen gefunden. Gleich neben Kekko Orsis Leiche. Sie. Ich erinnere mich. Wartet. Da war ein dritter Mann. Er nahm den Apfel. Wer? Er trug eine schwarze Kutte, wie ein Mönch. Und ich glaube, ihm fehlte ein Finger. Sie, Katharina, ich muss weiter, sofort. Natürlich. Dann werdet ihr das hier auch brauchen. Die Karte, von der Machiavelli sprach. Die eures Mannes? Ex-Mann, mein Lieber. Er schwor, dass er den Standort aller Codex-Seiten gefunden hatte. Ihr werdet den Apfel finden, aber die Gruft ohne die Karte? Niemals. Hört zu. Da ist ein Kloster im Sumpfland ganz in der Nähe, wo ich schon Mönche in schwarzen Kutten sah. Beginnt dort. Nun geht und findet den verdammten Mönch. Ich glaube, ich werde euch vermissen, Katharina. Oh ja, das werdet ihr. Na juhu! Kann es sein, dass Ezio ein bisschen alt geworden ist? Was ist das denn? Ist das, nee, ein Brief? Okay. Aber ich könnte mal eben kurz zu dem gehen. Heilen. Jawohl, es war eh nur ein Ding gewesen, aber egal. Apothekenbedarf, Medizin und voll. Ein bisschen Erholung und alles sollte wieder gut sein. Oh, geh weg. Veruntreuung von Geldern durch den inzwischen Was ist das denn hier? Huch, sorry. Absurd, vergib mir, Herr. Ich wollte noch allein. Ich glaube, ich muss raus. Pferdchen, komm! Ja, da kommen wir am Pferd vorbei. Was ist das denn? Wird mir nichts angezeigt. Mein Mann treibt es mit jeder dahergelaufenen. Mein Ruf. Und ich kann den Mistkerl nicht verlassen. Bitte, lasst ihn mein Ungemach spüren. Okay. Den untreuen Ehemann finden. Na, dann machen wir das doch mal. Das Einzige, was hier... Upsala, upsala. Bitte verschont mich, Herr. Einzige, was hier gezeigt wird, ist das hier. Aber das kann der Mann bestimmt nicht sein. Ja, fertig brauche ich gleich noch. Ja, mal eben kurz Adlerauge anmachen. Wo könnte man denn sein? Hier ist noch ein Aussichtsturm, da hinten.
Okay. Ah, wo könnte der denn sein? Sorry. Du hast wohl vom Affen gebissen worden. Ey! Ein Stück Fleisch. Ach so, ich darf das Ziel nicht umbringen, okay. Also muss ich ihn, darf ich ihn nur schlagen oder was? War hier irgendwo, ne? Wo zum Geier war der denn jetzt? Ich glaube, hier an die Brücke kann ich mich erinnern. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Ja, ich bin schon aus dem Ziel raus. Wo zum Geier hat der sich wieder versteckt? Oh, noch eine Truhe. War doch hier irgendwo, oder? Ah, da. Der kommt mir bekannt vor. Ich hab ihn ver... Moment. Er ist hier! Da! Da! Ich bin zu jung zum Sterben! So. Ja! Hau ihm eins auf die Rübe! Eie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 
Wo kann ich den ausfindig machen mit... Ne, mit dem Adlauge kann ich den auch nicht ausfindig machen. Hey, Drecksack! So. Ihr lasst uns hoffen. Wisst, dass unsere Herzen bei euch sind. Okay. Ich mach mal eben den Aussichtspunkt. Oder auch nicht? Wow! Na dann.